Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum zweiten Teil und raus bist du Tag, nämlich in der Maike Edition. Wir hatten dasselbe schon mit Anja und jetzt bin ich dran. Mhm. Ganz viel Spaß. Ja, wenn ihr Anjas Video verpasst habt, verlinken wir das hier natürlich oben auf dem i. Dann könnt ihr auch nochmal Anja ansehen, wie sie diese 15 Fragen gemeistert hat. Richtig. Das ist ein schon etwas älterer Tag, den Fabienne jetzt aber wieder so ein bisschen zum Leben erweckt hat. Und sie hat uns getaggt. Und wir haben gedacht, wir machen aber zwei Editions raus, genau, damit das nicht zu lang wird. Und ja, es gibt halt 15 Fragen und man muss sich zwischen zwei Personen entscheiden. Genau. Und wir haben halt 15 Zettelchen jeweils gemacht. Da 30. Weil man braucht ja je Frage zwei. Und ich habe nur Protagonisten aus Büchern genommen oder Protagonistinnen. Und ja, bin mal gespannt. Die sie auch alle gelesen hat. Ja. Hat sie letzte Mal sehr betont. Ich habe tatsächlich zwei, die ich nicht gelesen habe. Den Rest habe ich nicht gelesen. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich hoffe, du kannst meine Schrift lesen. Bestimmt. Du hast eine gute Schrift im Gegensatz vorbildlich gedruckt. Am Laptop mal schnell. Ja. Gut. Dann fange ich mal an mit der ersten Frage. Du hast nur noch einen Platz im Buchstabierwettbewerb frei. Wer wird dein Team vervollständigen? Okay. Hoffen wir, dass derjenige lesen kann. Ja, das wäre vom Vorteil, auf jeden Fall. Wir nehmen das. Jawohl. Und das. So. Spannung! Das ist echt spannend. Luise von Herz auf Eis. Oder Knut aus der Petra Hülsmann-Reihe. Aus Hamburg. Der Taxifahrer Knut. Der Taxifahrer, genau. Also, wer soll mit buchstabieren? Ja, ich glaube, Luise war doch studiert. Ja, auf jeden Fall. War doch so eine Studierte. Ja, war sie. Die war doch irgendwie auch was. Ja, die hat auf jeden Fall irgendwas an der Uni jetzt gemacht. Jetzt nichts dagegen, wenn man nicht studiert ist, dass man nicht buchstabieren kann. Das nicht, weil ich bin ja auch nicht studiert und kann buchstabieren. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie der Knut so spricht. Aber der Knut, ne? Der hat ja auch so einen Hamburger Slang drauf, ne? Und ich glaube, der würde da vieles falsch buchstabieren. Ja, das könnte weil sein. Weil es ist einfach dann, der Hamburger kommt durch. Ich glaube auch. Also ich glaube, ich nehme dann die Luise. Nimmst Luise. Ich nehme Luise von Herz auf Eis. Ja. Die würde ich nehmen. Ja, ist eine gute Idee. Hätte ich es auch nicht anders gemacht. Frage gut. Nummer 2. Da bin ich aber beruhigt. Bist du beruhigt, ne? Das habe ich mir gedacht. Frage Nummer 2. Diese beiden Charaktere versuchen, dich zu töten. Welche tötest du zuerst, damit du beim zweiten eine bessere Überlebenschance hast? Also jemand Schwaches und jemand Starkes. Vielleicht. Wäre gut. Bin gespannt. Ich auch. Mortimer Dermon von Warringham. Ist der stark? Ja. Könnte schon sein. Könnte von, sein. Von das Lächeln der Fortuna, der Böse dabei. Oder Selena Sedothian von Throne of Glass. Ich glaube, die ist auch stark. Ich glaube auch. Ich glaube, die ist ganz schön stark. Ich glaube, ich nehme erstmal Selena, damit die fort ist. Die muss man sofort platt machen. Sonst geht gar nichts mehr. Und ich könnte mir auch bei beiden vorstellen, dass sie mich umbringen wollen. Das wäre nicht abwegig. Sind die beide so ein bisschen böse? Ja, die Selena ist schon eine gute, aber die ist, aber die kann böse schon sein. Anders. Ja, ja, wenn ich die verärgere oder so. Ja, gut gewählt. Sehr gut. Aber ich würde erst die Selena platt machen und dann den Mortimer. Okay. Alle platt machen. Alle platt, damit dich keiner umbringt. Genau. Das ist gut. Du hast gar kein Problem damit, dass die sich beide plötzlich umbringen. Also mich macht das fertig. Du musst immer noch an Dulci denken. Naja, gut. Guck bei Anjas Video. Entschuldigung. Ja, schon wieder. Frage Nummer 3. Du bist die Bachelorette. Die folgenden Charaktere sind die Finalisten. Wer bekommt von dir die letzte Rose? Hoffentlich jemand Gutes. So, Spannung, Spannung. Ja, kann man machen. Nathan von Nathan der Weise. Ja, komm. Kann man machen, ja. Ist ja was Älteres halt, ne? Ja, oder
Oder Claire Sachanassian, der Besuch der alten Dame. Ach so, von Claire Sachanassian. Nee, dann kriegt auf jeden Fall der Nathan Der kriegt die Rose. Der kriegt die Rose. Der Gute. Der voller Weisheit ist und alles erklärt. Ja. Mit der Ringparabel. Also die Claire, wie ist denn die so drupp? Ne, die heiratet auch zu oft. Also, da wäre ich auch nicht sicher, dass ich die Nächste bin, die rausfliegt aus der Sache. Das ist so riskant. Also der Nathan ist da, glaube ich, treu. Ja, das ist schon so eine treue Destroy. Destroy. Ja, ist gut. Gut, jetzt sind wir schon bei Frage Nummer 4. Jetzt wird es ein bisschen actionreich. Du wurdest für die Hungerspiele ausgewählt. Ja. Welche der beiden Charaktere? Die erste Wahl wäre ich. Ich auch. Auf jeden Fall. Welche der beiden Charaktere würde sich freiwillig melden, um für dich zu kämpfen und im besten Fall? Da gibt es ja einige. Ja, ich bin gespannt. Wir schauen mal. Sie hat keine Chance. Hallo? Jack Eversley? Hallo? Der kann doch nur singen. Der kämpft auch für mich. Ja, das will er vielleicht, aber der kann nur singen. Aber gut. Oh Gott, Maike, sie checkt aus. Und Gwendoline von Rubinrot. Oh Gott. Ja, dann. Sie hat verraten und verkauft. Da ist jetzt Gwendoline. Deine Chancen sind jetzt echt ein bisschen schlecht. Ich nehme den Jack. Ja, würde ich auf auch. Auf alle Fälle. Ja, Gwendoline, der würde für mich in den Tod gehen. Ja, von Eversley. Eversley. Das waren die schönsten New Adult Bücher. Ja, das stimmt. Und der würde für mich in den Tod gehen. Der geht gehen. Für dich. Auf jeden auf Fall. Auf jeden Fall. The Jack. The Jack. Auch eine gute Wahl, ich auch nehmen können. Ja. Gute Wahl. Okay. Dann sind wir bei Frage Nummer 5. Du bist mit diesen beiden Personen auf einer einsamen Insel gestrandet. Wen würdet ihr opfern, damit ihr ihn essen könnt? Man muss ja überleben, ne? Ist ja eine ganz realistische Situation. So, jetzt bin ich gespannt, wen du strandest. Wenn ihr wissen wollt, mit wem ich so gestrandet bin, guckt mal rein. Smita, der Zopf. Okay. So, Spannung. Maxime de Winter von Rebecca de Maurier oder was? Ja, von Rebecca, von Daphne de Maurier. Das Buch heißt Rebecca. Richtig, Entschuldigung. Also, Maxime de Winter oder Smita? Wen esst ihr? Mit wem isst du wen? Ich Maxime de Winter, weil ich den unsympathischer finde als Smita. Ja, dann mach ich doch. Weil ich mit der eher zusammenbleiben würde. Ja, ne? Ja, dann esst doch den Typen. Und dann essen wir den Typen und unterhalten uns gut. Unterhaltet euch gut, habt einen schönen Girls Night und so. Ja, ist doch gut. Ich glaube, so würde ich das machen. Ja, ist eine gute Idee. Ja. Okay, Frage Nummer 6. Du bist der neue Comic-Held von DC und Marvel. Oder Marvel. Wer ist dein Sidekick? 1, 2. Wir gucken. Das ist echt gut. Dolores Umbridge von Harry Potter. Um Himmels Willen. Maike. Oder Jude Livingston von Dream Again. Na, die ist, das ist eine Frau, ne? Das ist nichts Gutes. Ja, das ist Pest oder Cholera? Das ist jetzt Pest. Ja, schade. Ja, wer will denn? Ich würde eher Jude Livingston nehmen, weil die ist doof, aber die ist. Die ist wenigstens nett. Die ist halt doof und nett. Und die andere ist halt blöd. Ja, die ist richtig blöd. Ja. Die würde ich auch nicht nehmen. Die Umbridge. Ja, die Umbridge, die ist auch kacke. Die kann man nicht nehmen. Nee, die kann man nicht als Sidekick machen. Nee, das kann man nicht machen. Das kann man nicht machen. Die verrät dich doch auf... Die verrät dich doch auf... Doof ist ja eben, die verrät dich Die verrät dich, du fängst das an, hinterm Rücken. Kann ich die nicht als Sidekick nehmen. Nee, du kannst nicht machen. Nee, es geht nicht. Frage Nummer 7. Du bist Manager eines weltweiten Superkonzerns. Ja, bin ich. Wer wird gefeuert? Warum lachst du? Entschuldigung. Ich weiß auch nicht. Nervosität. Wieso kicherst du denn die ganze Zeit? Nervosität. Wahrscheinlich ist es Nervosität. Wer wird gefeuert, weil seine Kommunikationsskills zu mangelhaft sind? Wer kann nicht reden? Wer stellt sich an? Wer muss raus aus dem Superkonzern? Was entscheidest du jetzt? Jawohl. Gott, ich bin schon am Zittern hier. Ich krieg den Zettel gar nicht auf. Julia Cates, das Mädchen mit dem Schmetterling.
Ja, Julia? Das ist die Psychologin. Ohne die kann gut reden. Das ist die Psychologin. Also die sollten gut reden können. Die Psychologin. Florin von Goldene Zeiten. Aha, Florin von Goldene Zeiten. Mhm. Wer die Frage noch? Wen du feuerst aus deinem Superkonzern, weil er einfach nicht kommunizieren kann. Oh, das ist schwer. Ja, ich nehme die Julia, weil die einfach doof ist. Weil die überhaupt nicht Psychologin sein kann. Ich nehme lieber den Florin 500 Mal lieber, auch wenn er nicht reden kann. Nein. Außerdem kann der eine Fremdsprache. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Da hast du recht. Richtig. Ja, das ist immer gut, wenn man zweisprachig unterwegs ist. Immer. Gut. Frage 8. Du hast einen Wunsch bei Aladdins Genie frei. Die Fähigkeiten von welchen der beiden, die du jetzt ziehst, eignest du dir an? Da hätte ich dieser Dossier gebraucht. Ja, jetzt hättest du sie gebraucht. Das stimmt. Jetzt bin ich gespannt, welche du hast. Ja. Wir hätten einmal die Eleanor Richardson von Kleine Feuer überall. Was hat die für Fähigkeiten? Die kann total die Familie gut organisieren, die, ja, das kann stimmt, die dekorieren, kann organisieren, die ist ja. also da hör mal, ja, ja, die okay. kann backen, die ja, kann kochen, okay. die ist schon nicht schlecht. Okay. Und dann haben wir noch die Ruth Jefferson von Kleine Große Schritte. Okay. Das ist ja die Krankenschwester. Ja, ja. Das kannst du ja eigentlich schon, ne? Das kann ich schon. Das kannst du schon. Wie war die Frage noch? Welche Fähigkeiten du dir aneignen möchtest von derjenigen, die wir jetzt gezogen haben, warum? Wenn du auf Aladdin triffst so, und der Genie. Man vergisst das, ne? Oh. Ja, ich hab das auch gehabt. Nee, das von der Ruth, ja, das kann ich schon, ne? Ja, eben, das kannst du schon. Nee, ich nehme hier die Eleanor. Von Kleine Feuer überall. Also kochen und so. Die kann kochen, die kann organisieren, die kann strukturieren, putzen. Und die alles super. Ja, würde ich auch tatsächlich. Nehmen. Frage 9. Mhm. Schulzeit. Mhm. Wer wäre eher ein Teil der Stars in der Schule? Würde am. Nee, Quatsch, das war's schon. Das war's. Das ist eine kurze Frage. Die war kurz. Die war kurz. So, wer wäre ein Star in der Schule? Also bei den Coolen halt, ne? Cool Kids. Die Cool Kids. Wer wäre bei den Cool Kids dabei? Kate Burkholder, wäre sie bei den coolen Kids dabei gewesen? Na, eher nicht, ne? Die kamen aus den Amish-Laden, also das war jetzt nicht... Oder der Knaller, Mr. Rochester. Mr. Rochester, der war auf jeden Fall bei den coolen auf Kids. Jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden der Fall. War auf jeden Fall bei den auf coolen jeden Kids. Fall. Wo der jung war, war der bei den coolen das Kids. Das war der Checker ja, überhaupt. Der war bei den coolen Kids. Ne, die Kate Burkholder, die war ja von den Amischen da. Durfte die überhaupt zur Schule? Durfte die überhaupt raus? Durfte die überhaupt cool sein? Von Linda Castillo, weiß ich nicht. Nee, die hat sich ja erst nachher so. Nee, das glaube ich auch nicht. Okay. Zehntens. Ja. Es ist dein Geburtstag. Juhu! Wupp. Welcher der folgenden zwei würde am ehesten vergessen, dir zu gratulieren? Ja, wehe. Will ich nachtragen. Ja. Da. Oh, da ist er schon. Jetzt gucken wir mal, wer das jetzt hier vor Saubeuteln. Würde es der Jamie? Ja, na klar! Natürlich! Kommt der bei der Frage? Der muss ja entweder was mit mir machen oder der bei Beate Frühstück machen. Hat keine Zeit. Oder wer ist die Hazel Grace? Das Schicksal an dieser Frau. Das ist ja voll. Boah, was ist das für eine beschissene Frage? Oh, Maike, das ist ja richtig. Ich glaube tatsächlich, dass der Jamie ja. vergessen würde, weil er viel zu busy ist mit dir auf der Insel und mit der Beate beim Frühstück machen. Ich glaube auch. Wird er nicht an mich denken? In ja. keinster Weise. Und wir hätten auch nicht jetzt die Compliance, das ihr zu sagen? Nee, gar nicht. Warum auch? Sag ihr. Muss ihr nicht gratulieren. Sie legt da nicht so viel Wert drauf. Würdest du dann zu ihm genau. sagen, bleib bei mir. Genau. Du musst nicht zu ihr zum Kaffee. Leg dich zu bleib mir. Bleib bei mir. Lass uns kuscheln. Oh, bist du eine Sau, ey. Nein, das ist Jamie Fraser. Du wärst nicht anders. Toll. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt Scheiße. Ist er raus aus der Sache. Ah, Frage 11. Du hast einen neuen aufstrebenden Booktuber gefunden. Wer von diesen beiden wäre es? Ja, bin ich mal gespannt. Belesen ich habe wenigstens nicht Pinocchio oder sowas genommen. Nee, du hast echt gute Leute hier. Harden Scott von After. Ja, von After Passion. After Passion. Oder wer ist CJ Townsend von Gillian Hoffman? Also, wahrscheinlich würde CJ Townsend wahrscheinlich mehr lesen. Mhm, glaube ich auch.
Aber Hardy wäre so einer, der... Der macht Klickzahlen. Der macht auf Klick. Der macht Klicks. Der macht Klicks. Der tut so, als ob er liest und dann hat der Klicks. Der braucht nur das Buch so halten. Ja, dann hat der Klicks. Und dann muss der nur so Er muss dann nur gucken. So über das Buch gucken. Einmal so wie die Elevator Boys. Ja, genau. So. Einfach mal gucken. Dann hat der Klicks. Dann hat der Klicks. Ich würde Hardy sagen. Ja, muss der Hardy. Es ist so. Es ist so. Auch wenn er nicht lesen würde. Nee. Aber für die Klicks. Aber er kann gucken. Er kann gucken. Aber er kann gucken. Wenn er was kann, dann gucken. Gut. Andere würden vielleicht andere fehlen. Aber er kann gucken. Er kann gucken. Gut. Dann sind wir 12. Frage. Hanami. Mit wem machst du ein Picknick unter dem Kirschbaum? Hätte da nicht den James Fraser kommen können. Ja, das wäre super gewesen. Aber du hast noch was Gutes drin? Weiß ich nicht. Hast du noch den Knaller? Ja, guck mal, Jack hast du auch schon. Ja. Ach, Maike, was ist denn da los? Den lese ich dir gleich vor. Ich weiß doch einen guten. Wir hätten Verity Crawford von Colleen Hoover oder Jude. Ich von ein wenig Jude. Ich würde auf jeden Fall mit Jude gehen. Natürlich. Auf alle Fälle. Wir hätten ein ganz intensives Picknick. Ganz intensives Picknick. Und du würdest es schaffen. Ja, ich würde ihn streicheln ja. Und Ei machen. Und drücken. Ja. Ja. Finde ich gut. Das ist super. Frage Nummer 13. Zack, du bist schwanger. Wer ist der Vater? Habe ich überhaupt noch Männer da drin? Ich habe keine Ahnung. Ja, sonst müssen wir hier über künstliche Befruchtung sprechen. Samenbank und so eine Scherze, ne? Mit wem willst du ich das weiß machen? Gar nicht, ob ich da noch überhaupt Männer drin habe. Wir gucken. Wir hätten da einmal Andrea Schmidt. Siehste? Susanne Fröhlich. Ich hab keine Männer. Mann. Geh auf. Keine Männer. Nee, Anna Karenina. Anna Karenina oder Andrea Schmidt? Nee, auf jeden Fall Andrea Schmidt. Ja. Die weiß, wie es hier ist. Genau, die kennt sich aus. Anna Karenina hatte zwar auch, war ja auch schwanger und so, aber die war zu wehleidig. Ja, nee, das ist ja so. Nee, da hast du nichts von. Also die hat sich ja auch nur auf eine Sache nur noch fokussiert. Ja. Und dann da kann ich nicht mitarbeiten. Nee, da musste die Andrea Schmidt nehmen. Andrea Schmidt, die war so handfest. Ja, die weiß, wie es ist, frisch gepresst. Die weiß Bescheid. Frage 14. Du hast gerade eine wichtige Nachricht verschickt. Mhm. Welche der beiden Personen liest sie, aber antwortet nicht darauf? Wer ist zu busy? Sorry. Nicht schlimm. Wir gucken. Risend aus das Reich der Mann, hätte der nicht im Frühstück sein können? Oh Mann! Vor allem kommt ja noch eine gute Frage, liebe Leute. Was ist denn da los bei dir? Sonst alles verpuffelt. Jetzt hab ich alles verpuffelt. Christian Grey von The 50 Shades. Wie war die Frage noch? Wem schickst du eine wichtige Nachricht? Ach so, er liest sie und antwortet nicht. Christian Grey, weil er in seinem Dunkelzimmer irgendwo verschollen ist. Ja, der ist gerade anders bestellt. Ja, der ist anders bestellt. Der guckt auf seine Smartwatch und sagt... Der kann ich auch später antworten. Ja, lese ich später. Ja, genau. Ja, so ist es. Oh Gott, welche zwei Pfeifen habe ich denn jetzt hier? Ja, jetzt hast du alles verschossen, glaube ich. Ich glaube schon. Denn die letzte Frage ist nämlich eine schöne Frage. Es ist Frühstückszeit. Wer steht in der Küche und macht dir ein Frühstück? Maike, wen hast du denn? Ich weiß es nicht. Hoffentlich können die überhaupt kochen. Das ist die Frage. Wahrscheinlich nicht. Siehst du? Wir hätten da einmal den Fünf-Sterne-Koch Voldemort von Harry Potter. Oh mein Gott. Der bringt dich ja um. Ja, sicher. Das ist ja keine Chance. Nee. Oder, den kenne ich nicht, deswegen. Kenne ich nicht. Oder Jake Angel von Saving Grace. Wer ist der? Pest oder Cholera, würde ich sagen. Das ist der Böse aus Saving Grace. Das ist der Ehemann. Ach du Scheibenkleister. Ja, schönes Frühstück. Kann ich mich gegen Pfannkuchen entscheiden? Ich möchte weder vom einen noch vom anderen was. Voldemort oder Jack. Ja, ich glaube eher Jack, weil... Ja, Voldemort hat... Voldemort ist direkt tot. Und Jack könnte man meinen, der würde mich noch irgendwie mästen, damit er mich dann später irgendwie... Nee, der will dich ja wahrscheinlich... Dieser Stalker. Ja, Sadist ist der. Nein, Sadist. So ein Typ. Ja, Maike, das würde ich mal sagen, es ist ja mal so ordentlich in die Hosen gegangen. Aber Maike, dein einziger Trost, du sitzt mit Jude unter dem Kirschbaum. Ja, unter dem Kirschbaum. Dann brauche ich auch keine Pfannkuchen. Da brauchst du keine Pfannkuchen. Nein, brauche ich nicht. Und Jamie hat mich eh enttäuscht, siehst du. Was war bei Jamie nochmal? Ja, der antwortet mir nicht und macht irgendwas nicht.
Gratuliert mir nicht zum Geburtstag. Weil der gerade anders beschäftigt ist. Oder bei Beate. Man weiß es nicht, wo er gerade ist. Ja, das war's. Schönes Spiel. Ich fand's super. Ich gehe ganz positiv daraus. Merkt man, ne? Liebe Fabienne, das war uns eine Freude. Ja, wir wissen gar nicht, wer denn schon alles gemacht genau. hat. Also ich glaube, das haben schon einige das gemacht. Haben echt einige gemacht. Aber es war super, dass das jetzt nochmal so genau. hochgekocht ist. Und wer Lust hat, das zu machen, macht also das fühlt bitte. Euch da alle genau. irgendwie getaggt, macht das. Das ist schon auf jeden Fall lustig. Auf jeden Fall lustig. Und spannend. Spannend auch, mhm. genau. Ja, und ja, fühlt euch alle getaggt. Genau. Und dann habt einfach einen tollen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr das schaut. Und wir gehen jetzt mal in uns und überlegen mal, wie das alles so wird. Nicht mit, gut. Mit dem Frühstück. Ja. Und so. Außer die Kirschbäume. Die Kirschbäume hast du. Die sind safe. Die sind safe. Die sind safe. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss.